Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, man kann mich sehen und hören. Mich freut es, dass so viele den Weg in den Raum gefunden haben. Mein Name ist Martin Schneider. Ich werde heute etwas zu den Fotosgruppeninterviews und einen Beitrag zur Steigerung der Behandlungsqualität erzählen. Für diejenigen, die sich auf meinen Kollegen David Buscher gefreut haben, als Referenten, ich muss ihn leider entschuldigen, der hat es heute nicht geschafft. Somit müssen Sie mit mir vornehmen. Genau. Das ist bei uns so entstanden. Die Fokusgruppeninterviews sind im Prinzip aus dem Projektauftrag entstanden, dass wir den gesamten Patienten-Journey bei uns in der Klinik betrachten wollten. Dafür hat sich dann eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich aus den verschiedenen Hierarchien und aus den verschiedenen also, die war interdisziplinär und mit den verschiedenen Hierarchien. Wir haben geguckt, dass Chefärzte aus den verschiedenen Abteilungen dabei sind. Wir haben geguckt, dass Mitarbeiter aus dem Stationsdienst, aus dem Pflegedienst dabei sind. Wir haben Stationsleitung, wir haben Psychologinnen dabei gehabt. Wir haben aber auch unseren QMB dabei gehabt. Und für uns ganz wichtig, wir hatten Genesungsbegleitungen dabei oder Genesungsbegleiterinnen dabei, die den Prozess des Patienten-Journeys einfach mit begleitet haben, damit wir einfach den kompletten, die ganzheitlichen Sicht nicht verlieren. Wir sind dann so vorgegangen, dass wir erstmal angeguckt haben, was gehört alles zum Patienten-Journey. Den haben wir dann in sechs Abschnitte unterteilt. Wir sind da jetzt nicht wissenschaftlich vorgegangen, sondern wir haben einfach gesagt, okay, was sind für uns die Punkte, die wir als wichtig erachten, die wir betrachten wollen. Da haben wir dann den Erstkontakt, die Aufnahmesituation, den Beginn der Behandlung, den Zeitraum während der Behandlung, die Entlassung und die Nachsorge ausgemacht. Dann haben wir uns angeschaut, was haben wir im Unternehmen schon, Daten werden vielleicht schon erfasst, welche Methoden hatten wir vielleicht schon, um Patienten zu befragen. Das haben wir dann zusammengetragen und haben dann überlegt, okay, welche Problembereiche tun sich aus, aber vielleicht auch welche Stärken und haben daraus dann Leitfragen abgebildet, weil wir haben relativ schnell festgestellt, um den Patienten-Journey zu betrachten. Jetzt kommt die erste Frage rein. Um den Patienten-Journey, also den Patientenweg, also der Patienten-Journey soll den gesamten Weg der Patienten beschreiben. Das Ankommen in der Klinik, der Erstkontakt, wie finden die uns, wie erreichen die uns, wie nehmen die Kontakt zu uns auf, und dann, wie sind die einzelnen Behandlungsschritte, wie verläuft die Aufnahme, wie verläuft die gesamte Behandlung und aber wie weit ist es in der Nachsorge dann und wie wird das vorbereitet? Genau. Vielleicht kurz dazu, da jetzt die erste Frage reinkam. Ich werde versuchen, die Fragen im Laufe zu beantworten oder halt im späteren gerne einfach in den Chat schreiben. Genau. Wir haben dann relativ schnell festgestellt, wir müssen mit den Patientinnen in den Kontakt kommen. Wir müssen die befragen, müssen gucken, okay, wie fühlt es sich gerade an, Patient bei uns in der Klinik zu sein und wo drückt vielleicht der Schuh und vielleicht aber auch, was machen wir gut. Genau, dann stellte sich natürlich schnell die Frage, wir haben ja alle 3 Jahre auch eine Patientenbefragung, wie grenzen wir uns davon ab? Wir haben halt geguckt, wir wollen unbedingt in einen offenen Austausch, wir wollen offene Fragen stellen, wir wollen eine Atmosphäre schaffen, dass die Patienten sich wohlfühlen und auch ins Gespräch kommen. Wir wollen versuchen, dass wir das möglichst anonym mit den Patienten machen, dass es halt ein offener Austausch ist, so dass sie nicht das Gefühl haben, okay, das hat vielleicht einen Einfluss auf meine Behandlung. Wir wollten für alle Beteiligten einen neuen Blick gestalten. Das heißt, auch für die teilnehmenden Mitarbeitenden wollten wir gucken, okay, vielleicht erfahren die dann ganz neue Dinge aus anderen Abteilungen. Genau, wir wollten einfach einen ganz unkomplizierten, offenen, freien Austausch haben. Und wir haben dann festgestellt, dass oder wir hatten die Idee, dass die Fokusgruppen auch schon als ja, als Teil der Partizipation an der Behandlung einfach wahrgenommen werden könnten. Die Planung sah dann so aus, dass wir
dass wir immer versucht haben, 8 bis 10 Patientinnen aus einer Abteilung oder auch ab oder nee, 8 bis 10 Patientinnen in einer Fokusgruppe mit denen zu sprechen. Dabei wollten wir versuchen, dass die Patientinnen unter vergleichbaren Rahmenbedingungen bei uns sind, Patienten sind, und dass wir immer 8 bis 10 Patienten gleichzeitig im Gespräch haben. Wir haben zudem natürlich geguckt, dass oder immer formuliert, dass die Teilnahme freiwillig ist und die Aufgabe so ein bisschen an die Stationsleitung oder an die Station weitergegeben, welche Patienten denn dafür in Frage kommen. Wir wollten definitiv, also wir haben immer mitgegeben, dass wir einen offenen Austausch wollen. Wir wollen auch Kritik erfahren. Das heißt, es dürfen auch Patienten sein oder es sollen auch Patienten sein, die auch gut Kritik formulieren können oder wo wir dann auch vielleicht Informationen rausziehen können. Weiterhin haben wir dann geschaut, dass diejenigen, die da von uns dran teilgenommen haben, haben wir mal geguckt, dass es 3 Mitarbeitende sind. Davon war immer klar, dass es mit Begleitung von Genesungsbegleitungen war, die dann teilweise auch das Gespräch geführt haben. Es sah dann so aus, dass einer ein Protokoll geschrieben hat und 2 sich den Gesprächs geteilt haben anhand eines vorher aufgestellten Gesprächsleitfadens. Bei uns war ganz wichtig, dass die Mitarbeitenden nicht aus der gleichen Abteilung waren, aus der die Patientin kam, damit es da nicht so ein Bias gab, dass die Patienten das Gefühl haben, wenn ich den Mitarbeitenden das jetzt mitteile, dann führt das vielleicht zu einem Nachteil in meiner weiteren Behandlung. Genau. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass wir tatsächlich auch danach geschaut haben, dass wir die Patientengruppe so gestaltet haben, dass zum Beispiel nur Patienten waren, oder Patienten waren, die alle Zwangsmaßnahmen erlebt haben, und dann haben wir mit denen gesprochen. Oder wir haben abteilend mit Patientinnen gesprochen, die aus dem forensischen Setting kamen und dann aber in verschiedenen Abteilungen waren. Wir haben verschiedene Wohngruppen bei uns. Auch da hatten wir dann Teilnehmer aus dem Erwachsenenbereich, aber auch aus dem Kinder- und Jugendbereich. Und die haben wir dann alle, mit denen haben wir alle gemeinsam gesprochen, wie es gerade ist. Ein Problem, was im Verlauf aufgetreten ist, dass wir im Vorhinein zugesichert haben, dass die Informationen, die wir erhalten, anonym weitergegeben, oder dass wir das sehr anonym halten, dass dann kein direkter Rückschluss ist auf den Patienten. Das ist uns im Verlauf dann, es ist aufgefallen, dass je nachdem, wie die Doku war oder das, was man aufgeschrieben hat, dass ziemlich eindeutig war, welcher Patient denn jetzt diese Aussage getätigt hat. Und dann haben wir ein bisschen überlegt, wie wir damit umgehen, und auch mit Unterstützung der Genesungsbegleitung haben wir dann gesagt, wir werden die Dokumentation immer am Ende der Fokusgruppe nochmal vorlesen und die Patienten auch gezielt fragen, ob wir das so weitergeben dürfen, auch wenn ein eventueller Rückschluss möglich wäre. Das hat ja nicht immer einen Nachteil, sondern dient ja einfach immer nur, dass wir uns in den verschiedenen Abschnitten verbessern können. Genau. Insgesamt haben wir dann 9 oder 8 Fokusgruppen durchgeführt mit einem vorigen Pretest, wo dann auch die verschiedenen Sachen rausgekommen sind. Wir haben dafür die KJP uns angeschaut. Wir haben in der Allgemeinpsychiatrie, in der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen, in der Gerontopsychiatrie, im Wohnverbund und in der Forensik. Genau. Und die Ergebnisse, die ich jetzt einmal vorstellen werde, die sind dann haben wir dann nochmal geclustert in verschiedenen, auch sich aus dem Projektauftrag ergebenden Aufträgen, sodass wir die Weiterentwicklung einer professionellen sowie respektvollen, empathischen Kontakts im Vorfeld und während der Aufnahme herstellen wollten. Wichtig war noch oder ist jetzt im Vorfeld vielleicht noch, bevor ich jetzt auf die Ergebnisse eingehe, dass wir viel auch sehr positiv oder einfach positive Rückmeldungen bekommen haben. Wir jetzt aber auch dann schon auch über Kritik sprechen, weil wir einfach daraus natürlich Verbesserungspotenziale ableiten wollen. Aufzählen werden wir dann auch immer ein paar positive Rückmeldungen, die wir dann versuchen, an die jetzigen Stationen, die das vielleicht gerade noch nicht so handhaben, dass die das übernehmen können.
Als positive Rückmeldung war für die Patienten immer, dass es die Begleitung vom Aufnahmezentrum aus dem Erwachsenenbereich und auch der empathische Empfang im Erwachsenenbereich sehr ausschlaggebend war für die weitere Behandlung. Es war einfach so, dass die Patienten noch Wochen nach der stationären Aufnahme davon sehr, sehr positiv und berichtet haben und angetan waren, wie gut der Erstkontakt war und wie wichtig für die das Gefühl war, einfach zur Station begleitet zu werden. Und so einen guten Eintritt in die Station zu haben. Zudem, was sehr positiv bewertet wurde, dass die Mitarbeitenden sich oder wenn die Mitarbeitenden sich mit Namen und Profession vorgestellt haben, dass das einfach für eine Klarheit und Sicherheit geführt hat. Als Problembereich haben wir ausgemacht, dass es einfach totale Unklarheiten auf der Warteliste gab, dass die Patienten teilweise angerufen haben und nachgefragt haben, wie ist der Stand, und da erst entweder gar keine oder keine klare Antwort bekommen haben, aber auch unterschiedliche Antworten bekommen haben. Das ist leider nun mal im psychiatrischen Setting schon mal so, dass das eine Aufnahme vielleicht ad hoc geht oder dass Fälle dazwischen kommen, aber das hat immer wieder zu Ungewissheiten und Unklarheiten geführt und das ist natürlich etwas, was wir daran arbeiten wollen dann. Es wurde auch rückgemeldet, dass nicht immer Patienten eine Stationsführung bekommen haben. Auch das schließt sich direkt an die positive Rückmeldung an. Also wenn es passiert ist, wurde es sehr positiv bewertet. Wenn es nicht passiert ist, hat das definitiv gefehlt. Da kamen dann die Aussagen, dass die Patienten sich von anderen Patienten die Station zeigen lassen mussten und die Abläufe erklären lassen müssen. Auch das sollte eigentlich nicht der Standard sein. Zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen. Als weiterer Problembereich wurde ausgemacht, dass das Aufnahmebüro in der Kinder- und Jugendpsychiatrie keine Informationen über die anstehenden Aufnahmen hat. So gab es immer, dass die Kollegin, die da das Büro betreibt, nicht wusste, zu welcher Station die Patienten jetzt kommen oder auch wie das war. Und auch da wollen wir dann dran gehen. Wir haben dann immer Quick Wins abgeleitet, die sich dann aus den positiven Rückmeldungen oder aber auch aus den Problembereichen ergeben, dass wir einfach jetzt versuchen werden und das so weitergeben an die Station, dass es immer eine grundsätzliche Begleitung vom Aufnahmezentrum zu den Stationen gibt, dass sich die Mitarbeitenden eigentlich klassisch psychiatrische Pflege oder generell höflicher Erstkontakt sich im Erstkontakt mit Profession und Namen vorstellen und auch die Patientin die auch in das Stationssetting begleiten und an den ersten Stunden einfach auch ein Wohlfühlgefühl versuchen zu vermitteln. Genau, und für die KJP hatten wir dann abgemacht, dass die aufnehmenden Stationen einfach weiterleiten, wer aufgenommen ist, eigentlich ganz simpel, aber so können da Kleinigkeiten schon einen großen Effekt haben, weil können die Personen jetzt mit Namen begrüßt werden und dann ist klar, okay, zu welcher Station geht es. Das führt einfach zu einem besseren Wohlbefinden. Als langfristige Maßnahme haben wir uns vorgenommen, dass wir die Wartelisten abtelefonieren, um zu überprüfen, besteht ein Behandlungswunsch noch oder aber hat sich da vielleicht was geändert oder einfach nochmal, um den Kontakt aufzunehmen, um die Situation abzuklopfen und dem Patienten auch oder den zukünftigen Patientinnen das Gefühl zu geben, dass die bei uns am richtigen Platz sind. Als weiteres Maßnahmenpaket haben wir dann die Maßnahmen zur Stärkung einer vertrauensfördernden und wertschätzenden Beziehungsgestaltung über den gesamten Behandlungsverlauf und im Rahmen der Überleitung Nachsorgeangebote festgehalten. Da hatten wir folgende positive Rückmeldung, dass das Personal überwiegend einen positiven und wertschätzenden, empathischen Kontakt hatte, und dass der auf einer Station vorhandene oder auf den Stationen vorhandene Therapiehund einen sehr positiven Einfluss auf die Stimmung der Station hatte. Auch hier haben wir die noch Problembereiche festgemacht. Kommt gerade eine Frage rein. Ich habe den Vortrag nicht aufgenommen. Das heißt, ich könnte den nur, also man kann den Vortrag weiterhin, die Folien weiterhin sehen, aber nicht meine Stimme dazu hören, wenn das die Frage beantwortet. Genau, als Problembereiche haben wir ausgemacht, dass nicht immer klar war, welche Bezugspersonen für den jeweiligen Patienten
zuständig waren, also sowohl im therapeutischen als auch im Pflege- und Erziehungsdienst. Auch da wollen wir dann dran, weil das immer wieder zu Unsicherheiten bei den Patienten geführt hat und einfach auch nicht das schönste Gefühl ausgelöst hat, wenn vielleicht bei anderen Patienten relativ schnell allen Bezugspersonen klar war und bei manchen dann vielleicht nicht. Das sind oft Phänomene, die sich vielleicht vermeiden lassen und da man dann einfach dran muss. Die Ansprechbarkeit des Personals wurde angesprochen, gerade auch in Bezug von während Übergaben oder Teamsitzungen, dass da auf die Bürotür oder die Stationstüren zu waren, auch teilweise außerhalb der dieser Zeiten oder der dafür ausgemachten Zeiten und die Patientinnen sich unsicher waren, dürfen wir jetzt klopfen, ist eine Störung legitim und was passiert da? Als Kritikpunkt, was eigentlich in allen Fokusgruppen auch immer kam, ist, dass das Beschäftigungsangebot am Wochenende teilweise einfach zu gering ist oder aber auch zwischen den Therapien. Wobei ich hier vielleicht eine Eingrenzung machen muss, in der Fokusgruppe in der KJP war es genau umgekehrt. Da war eigentlich zu viel Therapie und zu wenig Freizeit. Im Erwachsenenbereich war es umgekehrt. Aber ich glaube, in der KJP erschließt sich jedem vielleicht das, warum das so war. Genau, ein Problembereich, der auch benannt wurde, das ist ein unterschiedlichen Umgang mit der Wahrung der Intimsphäre bei freiheitsentziehenden Maßnahmen gab. Da gab es die Rückmeldung, dass Patientinnen bei dem einen Pflegepersonal mehr durften unter einer Zwangsmaßnahme als bei dem anderen und das immer wieder zu Unsicherheiten und zu Unklarheiten geführt hat und einfach zu einem schlechten Gefühl. Dass Nachbesprechungen nicht immer angeboten wurden. Genau. Und ein weiterer Kritikpunkt war, dass ist zu viele Lebensmittel auf den Stationen weggeschmissen werden. Auch hier haben wir Quick Wins abgeleitet. Da haben wir gesagt, okay, wir müssen auf allen Stationen ganz zeitnah die Bezugspersonen benennen. Wir müssen den Patienten mit entsprechenden Aushängen oder auch immer wieder mit der Informationsweitergabe deutlich versichern, dass es in Ordnung ist, bei uns während den Stationszeiten oder den Teamsitzungen auch zu klopfen und Fragen zu stellen, auch im Sinne von Safe Words, wo die verschiedenen Interventionen ansetzen, dass man einfach da auch Gehör findet für die Patienten und sich da jetzt nicht das Gefühl haben, die dürfen gewisse Fragen nicht stellen. Genau, als weitere Quick Win hatten wir die aktive Beziehungs- oder Kontaktaufnahme vom Pflege- und Erziehungsdienst oder von den verschiedenen Diensten auf den Stationen. Es gab eine Rückmeldung oder es gab Rückmeldungen, dass häufig oder dass Beschäftigungsangebote dann kommen, wenn Praktikanten, FSJler oder Pflegeschülerinnen, Schüler auf Station waren, aber eben nicht vom Stammpersonal. Und auch da wollen wir dann dran, dass mehr Kontaktaufnahmen, mehr Gestaltung auch vom Stammpersonal einfach ausgehen. Als weitere langfristige Maßnahmen ist ganz klar, dass die Präsenz und die Ansprechbarkeit der Station erhöht werden muss, dass wir Schulungen anbieten wollen und ausgestalten wollen zum sensiblen Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen. Auch hier im Besonderen mit der Wahrung bei der Intimsphäre. Dass wir unser Fortbildungsangebot nochmal dahin gestalten, gezielte Fortbildungsangebote zu überprüfen auf die Alltagsgestaltung und die Tagesstrukturierung. Genau, dass wir die Genesungsbegleitungen oder Begleiterinnen vermehrt einsetzen wollen und weitere Einstellungen prüfen werden. Und dass wir ganz wichtig, weil da knüpft eins der Probleme ja auch an, dass wir eine gemeinsame AG mit Behandlern und Controlling erstellen wollen oder anfangen wollen, die den Dokumentationsaufwand minimieren soll, so dass der ein großer Teil des pflegerischen Alltags nun mal die Dokumentation einnimmt und dass wir da dann etwas dran gehen können. Ein weiteres Maßnahmenpaket ist die Stärkung der Autonomie und die Partizipation der Patientin. Auch hier hatten wir als Positivrückmeldung, dass die vorhandenen, wenn sie denn vorhanden waren, die Infotafeln, die über den Tagesablauf und die vorhandenen oder die arbeitenden Mitarbeitenden an dem Tag sehr aufschlussreich waren. Und dass das Gruppenangebot der Medikamentenschulung sehr hilfreich angesehen wurde. Problembereiche war, dass
dass die Patientin sich nicht immer einbezogen oder also nicht immer direkt mit in die Beziehung, in die Behandlung einbezogen gefühlt haben, dass die sich teilweise über die Medikation nicht ausreichend aufgeklärt gefühlt haben, dass Termine über anstehende richterliche Anhörungen oder aber Entlassungen, Verlegungen ihnen sehr spontan mitgeteilt worden und oder aber vielleicht zwischen Tür und Angel und so, dass sie sich einfach nicht sowohl nicht der richtige Rahmen als auch nicht darauf vorbereiten konnten, dass die Patienten nicht über die verschiedenen Abläufe oder Ereignisse Bescheid wurde. Es gab immer wieder die Rückmeldung, dass gewisse Ereignisse auf den Stationen passiert sind und daraus konstruierten sich dann die verschiedensten Gerüchte und Geschichten, die mit einem einfachen Aufnahmegespräch, auch vielleicht im Sinne von Safe Words, mit einer gemeinsamen Unterstützungskonferenz in der Informationsrunde da hätten aufgeklärt werden können. Zudem wurden Behandlungsvereinbarungen nicht angeboten. Das ist uns dann auch nochmal aufgefallen oder war den Patienten, die daran teilgenommen haben, kein Begriff. Genau. Als Quicken, was wir abgeleitet haben, ist das rechtzeitige Aufklären über die anstehenden Termine, dass wir da immer wieder den richtigen Rahmen schaffen wollen und auch uns sensibilisieren, dass es für die Patienten, dass das einen Einfluss auf die Patienten hat. Dass wir das so zeitnah wie möglich machen. Hier sind wir natürlich dann auch immer ein bisschen abhängig davon, wenn wir jetzt beim Beispiel richterliche Anhörung bleiben, wie viel früher wir diese Information erhalten. Aber auch da muss dann einfach offen mit umgegangen werden, weil das ist, glaube ich, ein A und O. Als langfristige Maßnahmen haben wir ausgemacht, dass wir auf allen Stationen eine Infotafel installieren wollen, die Infos über den am Tag über die Dienste, die Personen, die am Tag im Dienst sind, geben und über den anstehenden Tagesablauf, dass wir vermehrt die Konzepte Empowerment, Recovery und Adherence wieder auf die Station und in die Klinik kriegen, dass die Therapeutinnen, die als Adherence-Therapeuten ausgebildet worden, dann auch oder weitergebildet worden, dann das auch dann wieder erleben können. Weiterhin wollen wir die Stationskonzepte überarbeiten, die teilweise veraltet sind und nicht mehr dem Stand entsprachen, wie wir das wollen, aber auch genau, dass wir gucken, wie wir da mit Augen auf Augenhöhe auf die Patienten zugehen können. Dass wir für die Patientin individuelle Verstärker- oder Wochenpläne installieren oder mitgeben. Genau, und dass wir eine Rückmeldung von den Patienten an die Patienten geben, was mit einer Beschwerde, was mit der Kritik passiert ist. Wir hatten oft die Rückmeldung, dass eine Kritik geäußert wurde, aber dass also nicht gesehen wurde, was ist damit passiert, also wie wurde damit umgegangen und wurde die weitergegeben, wie sind die weiteren Schritte. Das ist ja nun mal so, wenn man in einem größeren Betrieb arbeitet, dass das manchmal seine Wege gehen muss, aber auch da war den Patienten einfach wichtig, dass es einen offenen Austausch gibt, weil die dann einfach sehen konnten, okay, es kommt an. Genau, als letzte Clusterung hatten wir dann Maßnahmen zur Schaffung von infrastrukturellen und technischen Rahmenbedingungen für die Patienten und Angehörigen im gesamten Behandlungsverlauf. Da hatten wir die Problembereiche ausgemacht, dass die Ausschilderung im Gelände, in den Gebäuden und in den Gebäuden oft nicht ausreichend war. Also viele Patienten haben berichtet, dass das oft mangelhaft, gerade auch im Erstkontakt war, dass sie überhaupt nicht wussten, wo die hin sollten, dass die oft nachfragen mussten. Ich weiß nicht, wer vielleicht schon mal bei uns war, ein sehr großes Gelände, wo die verschiedenen Häuser draufstehen, wo dann die Wegschilderung nicht immer ganz eindeutig ist und das wurde definitiv angekreidet. Die Ausstattung in den Patientenzimmern und den Gemeinschaftsräumen wurde teilweise angesprochen. Die Informationsmedien auf den Stationen und genau, ein großer Punkt, ein großer Kritikpunkt waren die WLAN-Verfügbarkeit.
Die war teilweise sehr mangelhaft. Wir hatten eine Gaststation aus der Helfer-Klinik Reit auf den manchen Stationen. Und bei dem Auszug dieser Klinik oder dieser zwei Stationen ist auf einer anderen Station dann auf einmal das Internet für den ganzen Tag ausgefallen, weil die den Repeater mitgenommen hatten und unsere Station dann oder die Station dann ohne WLAN war. Das ist bei den Patienten natürlich sehr negativ aufgekommen. Auch das wurde nochmal weitergegeben an den Vorstand, dass da unbedingt dran gemacht wird, weil das einfach auch was mit der Patientenzufriedenheit in dem Fall gemacht hat. Zudem unsere Außendarstellung über eine relativ unübersichtliche Website, wie wir gefunden haben, auch da wird versucht, drangegangen zu werden. Zudem eine Rückmeldung, die vor allen Dingen auch immer in der KJP gab oder auch auf der Eltern-Kind-Station, aber auch im Erwachsenenbereich, dass die Patienten über ungemütliche Betten geklagt. Auch das war für uns eine sehr wichtige Information. Daraus wurden dann die Maßnahmen abgeleitet. Das hat dann die kaufmännischen Direktoren auch direkt mitgenommen, dass das Leitsystem auf dem Klinikgelände verbessert werden soll. Im Projekt oder im Verlauf des Projekts oder bei der Vorstellung des Projekts an den Vorstand hat die kaufmännische Direktoren auch direkt gesagt, dass in ihre Arbeitsgruppe zur Verbesserung des Leitsystems jetzt auch Patienten mit aufgenommen werden, damit die Patientensicht mit gesehen wird. Dass auch nicht nur das Klinikgelände, sondern auch in den Häusern die eindeutige Beschilderung ist, dass das WLAN-Signal an allen Stationen, in allen Bereichen überprüft wird. Dass sowohl die Lattenroste als auch die Betten überprüft wird und gegebenenfalls Matratzentopper angeschafft werden. Genau, und dass bei Rückmeldungen, wenn Geräte defekt waren, dass es da immer eine Ausst also dass es da sofort ein Reparaturauftrag geschrieben werden soll. So, und hier wollte ich einmal noch zeigen, das ist dann auch zur Wegschilderung, das ist der Haupteingang von der Haus 12, von der Allgemeinpsychiatrie, dass der wurde ganz neu gestaltet. Da wurden die verschiedenen Attribute auch in die Wand geschrieben. Es steht aber nirgendwo, dass das hier der Haupteingang ist oder dass es überhaupt ein Eingang ist. Der einzige Hinweis steht Haus 12 und darunter Cafeteria. Das waren einfach so Sachen, die uns dann aufgefallen sind, die vielleicht irreführend sind. Genauso hier, das ist ein Bild aus dem Haus 30. Auch der Erwachsenenpsychiatrie gab es die verschiedenen Informationen. Zu dem Zeitpunkt, als ich das Foto gemacht habe, war keine Station von den Angeschriebenen in dem Bereich. Die Abteilungsleitung, pflegerische Abteilungsleitung, hat aufgeklärt, das liegt daran, es musste so beschildert werden oder es brauchte diese doppelte Schilderung. Das hat die Feuerwehr so gefordert. Sorgte aber dafür, dass oder sorgt nicht dafür, dass ein eindeutiger Wegbeschreibung ist, damit die Patienten zeitnah oder leicht zu uns finden. Ja, dann zum Schluss noch das Fazit. Wir haben mit den Patienten gesprochen, wie die dann diese Fokusgruppen dann die Interviews fanden und auch mit den Stationsleitungen, von denen die Patienten teilweise kamen. Alle haben eigentlich das Gleiche wiedergegeben. Die haben allein die Durchführung der Fokusgruppen fanden die sehr wertschätzend und haben sich da sehr ernst genommen gefühlt. Ähnliches berichteten tatsächlich die teilnehmenden Mitarbeitenden, die so einfach nochmal einen ganz neuen Einblick in die verschiedenen Abteilungen bekamen und auch in die Situation, in die Sicht der Patienten. Genau, wir haben die verschiedensten Verbesserungspotenziale ableiten können, die wir zumindest bis dato nicht aus den Patientenbefragungen, die wir alle 3 Jahre ja durchführen und von einem externen Unternehmen auswerten lassen, aussehen konnten. Wir waren in einem viel, viel direkteren Austausch. Und daher werden wir jetzt in der Erfolgsklinik Viersen die Fokusgruppeninterviews regelhaft implementieren. Das ist dann auch jetzt in den Zielvereinbarungen verankert worden, dass sich die Abteilungen dazu sozusagen verpflichten und es insgesamt pro Jahr mindestens 3 Fokusgruppeninterviews geben muss. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wenn Sie möchten, können Sie jetzt Fragen stellen. Vielen Dank.
Genau, jetzt kommt einmal die Frage, in welchem Bereich wir Genesungsbegleitung einsetzen. Tatsächlich in der Allgemeinpsychiatrie, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und in der Abteilung der Suchterkrankungen setzen wir derzeit Genesungsbegleitung ein, und es sollen auf jeden Fall noch mehr werden. Da ist der ärztliche Direktor auch im Ansatz dran. An dem Projekt waren in Summe zwei Genesungsbegleitungen beteiligt. Es hätten aber noch mehr sein können. Es war immer so, dass wir Termine ausgemacht haben, damit die Genesungsbegleitungen auch daran teilnehmen können. Also wir haben schon geguckt, dass bei jedem Fokusgruppeninterview mindestens ein Genesungsbegleiter, Begleiterin daran teilnimmt. Wenn die beiden, die jetzt im Projekt da waren, nicht gekonnt hätten, also die Leitung von den Genesungsbegleitungen hätte dann uns einen Ersatz geschickt. Deswegen, ich kann gerade keine genaue Zahl nennen, wie viel Genesungsbegleitungen bei uns in der Klinik angestellt sind. Die müsste ich nachliefern. Und einmal kam die Rückmeldung, dass es zum Nachahmen anregt. Also dazu können wir nur empfehlen, also oder nur raten. Das ist ein sehr, sehr schönes Instrument gewesen. Es ist in der Vorbereitung ein wenig Arbeit, weil man alle Patientinnen zusammenkriegen muss und einen Ort und also eine Räumlichkeit findet, aber auch dann, wenn man das über verschiedene Abteilungen koordinieren möchte, ein bisschen Gestaltung bedarf. Und uns teilweise Corona da auch noch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber wenn man dann die Gruppe da sitzen hat, war das immer ein sehr, sehr schöner und sehr wertschätzender Umgang. Also in den Fokusgruppen, in denen ich teilgenommen habe, aber auch die Rückmeldung, die ich bekommen habe, hier ist die Frage, wie die Patienten die Beteiligung von Genesungsbegleitung fanden, als Interviewer fanden. Ich hatte den Eindruck, dass sie einen sehr guten und einfachen Zugang zu den Patienten bekommen und dass dadurch auch schnell jede Hemmschwelle oder jede Sorge vielleicht abgelegt werden konnte. Ich kann daher aber auch nicht beurteilen, wie es wäre, hätten wir das ohne Genesungsbegleiter gemacht. Aber so würde ich sagen, sie sind ein sehr, sehr wichtiger Part da drin gewesen und haben auf jeden Fall dem Projekt sehr gut getan. Und die Rückmeldung der Patientin war jetzt nie gezielt auf die Genesungsbegleitung, aber so vom Gefühl her war das sehr positiv. Jetzt ist die Frage, werden die Erkenntnisse langfristig angewendet? Wird das Projekt wiederholt oder langfristig angelegt? Ja, also die einzelnen Ergebnisse haben wir dem Vorstand vorgestellt und werden auch im Projektbericht natürlich dann beschrieben. Daraus sollen die Maßnahmen abgeleitet werden und auch langfristig angewendet werden. Das Projekt wird dahingehend wiederholt, dass jetzt regelhaft Fokusgruppen implementiert werden. Also jedes Jahr finden Fokusgruppeninterviews statt, sodass weiterhin immer wieder Verbesserungspotenziale ausgemacht werden sollen und dann geguckt wird, wie die dann jeweils umgesetzt werden. Ja, ich glaube, viele Maßnahmen, die wir abgeleitet haben oder Ideen, die wir abgeleitet haben, werden jetzt nicht direkt eins zu eins umgesetzt, aber wir werden dranbleiben, und das ist dann auch die Aufgabe von eigentlich dem Herrn Buscher und mir und Teilen der Projektgruppe, dass wir auch immer wieder darauf hinweisen, dass wir da Ideen hatten, was vielleicht wichtig wäre, um weiter im positiven Kontakt zu bleiben. Genau. Der Jakobs schreibt noch, das ist der Partizipationsgedanke an sich im eigenen, am Behandlungsgeschehen, das Wichtige ist. Genau das sehen wir auch so, dass allein auch schon die Durchführung schon für die Patientin da auch einfach einen sehr großen Impact hatte, dass es sehr positiv wahrgenommen wurde. Ja,
jetzt die Frage, ob Fokusgruppeninterviews in allen Altersgruppen stattfinden, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, aber auch zum Beispiel in der Gerontologie mit Demenzpatienten. Natürlich haben wir eine gewisse Legitimation, eine gewisse Einschränkung gehabt, welche Patienten wir befragen. Wir haben das tatsächlich versucht, auf alle Bereiche auszutragen. Wir haben es auch in der Gerontopsychiatrie gemacht. Da waren aber tatsächlich jetzt keine demenziellen oder Patienten mit einer Demenzerkrankung dabei. Das werden wir noch versuchen tatsächlich. Da müssen wir aber schauen, wie wir das hinkriegen. In der KJP haben wir auch Fokusgruppeninterviews gemacht, sogar zwei, also sogar einmal im Kinderbereich, im jugendlichen Bereich und einmal in dem Bereich, wo aus der Wohngruppe. Genau, das Ziel war eigentlich auch noch, auch die Eltern aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu befragen. Da hat aber sowohl Corona als auch die Planung, das hat an dem Zeitraum, wo wir das angesetzt hatten, dann leider nicht geklappt, weil wir zu wenig zusagende Eltern hatten. Also wir hatten dann zum einen Termin zwei und das war dann uns dann, naja, haben wir den, dann wollten wir doch lieber noch einen neuen Anlauf starten mit mehr Eltern und einen besseren Rahmen dafür finden. Welche Berufsgruppen teilgenommen haben, das eingangs hatte ich das kurz beschrieben, das sind sowohl Chefärzte gewesen, also einmal aus dem Geronto, einmal aus der KJP gewesen, das sind Mitarbeiter aus der Pflege gewesen, aus dem therapeutischen Dienst, Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, Sozialarbeiter. Wir hatten den QMB, also den Qualitätsmanagementsbeauftragten bei uns. Also wir hatten versucht, wirklich multipro- oder interprofessionell auch mit den verschiedenen Hierarchieebenen zu arbeiten, dass wir da nichts aus den Augen verlieren. Okay, also wenn jetzt keine weiteren Fragen reinkommen, dann würde ich den Webcast beenden. Da ist noch eine Frage. Genau, jetzt ist die Frage, wie lange die Interviews gedauert haben und ob sich das gut in den Stationsalltag integrieren ließ. Das ist eine sehr gute Frage, stimmt, das bin ich gar nicht drauf eingegangen. Wir haben es ein bisschen, also wir haben geguckt, dass die maximal 90 Minuten gehen. Im Kinder- und Jugendbereich haben wir versucht, nicht länger als 60 Minuten zu machen. Wir haben das tatsächlich immer ein bisschen abhängig gemacht, wie ist der Redebedarf gerade, wie dynamisch entwickelt sich die Fokusgruppe in dem Fall oder das Interview in dem Fall gerade. Das ist natürlich, wir mussten in den Stationen schon, haben wir das Datum genannt und die Räumlichkeiten. Wir wollten es auch losgelöst von der Station machen, also nicht in einem Gesprächsraum auf der Station, sondern irgendwo in einem sehr neutralen Setting, also in dem gleichen Gebäude am besten. Und es war natürlich, musste dann schon geguckt werden, wie das dann zeitlich integriert wird. Da wir aber auch ja, sozusagen die Erlaubnis von ganz oben, also auch vom Vorstand hatten und auch die ausdrückliche Bitte, das auch durchzuführen, haben es eigentlich alle Stationen dann auch geschafft, dass dann die Patienten, die dann an dem Tag, es war ja von der Station jeweils immer 2 bis 3 Patienten, dass die dann dafür einen Freiraum bekamen. Ja, und personalmäßig ist noch die Frage, für die Fokusgruppengespräche war halt die Projektgruppe verantwortlich im Prinzip. Das heißt, die sind in die Planung gegangen und die sind auch in die Durchführung gegangen. Das heißt, für die Station
ist da kein weiteres Personal angefallen, was bei den Fokusgruppengesprächen teilgenommen hat. Das wollten wir auch ausdrücklich nicht. Wir wollten niemanden aus dem gleichen Bereich in den jeweiligen Fokusgruppen sitzen haben, sondern dass es tatsächlich Fremde waren, die oder Abteilungsfremde, damit es da nicht das Gefühl eines Bias gibt. Genau. Wenn sonst noch Fragen sind, Sie können mir auch gerne Fragen stellen an meine E-Mail-Adresse sonst. Also martin.schneider@lvr.de. Da beantworte ich sonst auch weiterhin gerne noch Fragen, wenn im Nachgang noch Fragen auftreten sollten. Der Vortrag ist ja auch noch, also die Folien sind noch bis zu einem gewissen Zeitpunkt online ersichtlich. Bis zum 23.04. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und für die vielen Fragen. Es rege mitmachen und dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Tag und viel Spaß bei den. Ah, da ist noch eine. Ach, 4 Wochen lang. Dann alles Gute Ihnen und einen schönen Abend noch.